Hey ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Channel Team Alina und bei uns gibt es heute Joghurt-Gums aus Götterspeise. Viel Spaß dabei! So, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich habe mir heute wieder meinen Sous-Chef Olli dazugeholt. Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt. Ja, kaum wiedererkannt, oder? So krass, wie der hier abgenommen hat. Deswegen kochen wir heute auch für euch Joghurt-Gums ohne Kohlenhydrate. Genau, eigentlich ohne alles. Also ohne alles, mit Eiweiß, haben wir gerade festgestellt. So, also dafür brauchen wir 200 Milliliter gekochtes Wasser. Wir brauchen 100 Gramm von dem Sojajoghurt. Je nachdem, in welcher Phase ihr euch gerade befindet, könnt ihr natürlich auch normalen Joghurt nehmen. Oder Magerquark. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Sojajoghurt eigentlich ganz okay schmeckt. Man kann auch anstatt dem Wasser, habe ich gelesen, Sprite Zero nehmen. Genau. Das habe ich noch nicht ausprobiert, das könnt ihr mal ausprobieren. Das ist ganz lecker, ich habe schon ausprobiert. Ja? Okay, wir machen es aber halt mit Wasser. Genau, wir machen es mit Wasser. Wir haben hier noch zwei Päckchen Gelatine und da hat gerade der Olli mal gegoogelt für euch. Was hat Gelatine für Werte? Also Gelatine hat eigentlich Top-Werte von der Marke, die wir jetzt haben. 0 Kohlenhydrate, 0 Fett und 85 Gramm Eiweiß. Ist eigentlich top. Genau. Wenn ihr es noch etwas süßer mögt, dann könnt ihr natürlich einen Spritzer Süßstoff oder Stevia benutzen. Genau. Stevia ganz, ganz wenig, sonst wird es zu viel. Und wir haben hier ein Päckchen Götterspeise. Einmal haben wir hier Himbeere und Waldmeister. Ich habe mich jetzt für die Himbeere entschieden. Ich bin eher ein pinker Typ, wie ihr heute auch an meiner Bluse wieder seht. Und wir machen es halt mit pinker Götterspeise. Das heißt, wir haben hier Himbeergeschmack, das andere ist Waldmeister. Und wir legen jetzt einfach mal los, bevor wir hier viel quatschen. Das Wasser rein, genau. Oh. Warte mal, ich helfe dir mal, die Tütchen hier aufzumachen. So. Also ihr macht quasi, ihr braucht eine Schüssel. In die Schüssel kommt eure 200 Milliliter von dem gekochten Wasser oder von eurer Sprite. Und ihr könnt es auch einfach im Topf, den Topf heiß machen und alles im Topf verrühren. So geht es natürlich auch, oder? Oder so. In dieses gekochte Wasser macht ihr eure beiden Pulver, Päckchen. Pulvergelatine rein. Dann müsst ihr das ganz schnell umrühren. Genau, haben wir gemacht. Exakt. So. Und jetzt dann kommt unsere Pulvergötterspeise. Ich rühre einfach mal ein bisschen weiter in der Zeit. Ja. Jetzt staubt's. Jetzt wird es schön pink. Sieht aus wie ein Zaubertrank. Ja. So. Baby und Tina am Werk. Yay. So. Ui, normalerweise sollte man das Ganze jetzt ein bisschen stehen lassen, um sozusagen die Bläschen zu verhindern, die jetzt durch dieses ganze Rühren aufkommen. So. Aber wir überspringen das, oder? Also normalerweise lasse ich das einfach 5 Minuten ziehen. Wenn ihr das jetzt mit der Sprite Light gemacht habt, dann werdet ihr jetzt sozusagen schon fertig oder könnt noch einen Spritzer Süßstoff dazu geben. Genau. Und würdet es dann schon in die Förmchen. Wir haben hier einfach mal so Eiswürfelförmchen. Wir müssen unseren Joghurt noch. Kommt noch. Eiswürfelförmchen reinmachen. Wir machen ja Joghurt-Gums. Joghurt-Gums. Und deswegen kommt auch noch ein bisschen Joghurt dazu. Aber wie mit Magerquark. Ich mache es zu Hause zum Beispiel auch ganz oft mit Magerquark. Und wir nehmen hier 100 Gramm. 100 Gramm, genau. Das ist ein bisschen mehr als so ein... Na, ich würde sagen so 3 Löffel, oder? Ja, oder? Ich dachte auch, das ist weniger. So. Aber auf jeden Fall sieht das schon mal richtig gut aus. Na, ein bisschen noch. Ja, ein bisschen noch. Dann haben wir 100 Gramm von den 500 und jetzt werden wir einfach noch mal wieder rühren. Genau. So, jetzt sieht es schon ein bisschen joghurtmäßiger aus. Und jetzt würden wir das ja eigentlich nur noch in die Förmchen füllen. Genau. Und dann müsst ihr es circa 3-4 Stunden im Kühlschrank lassen, damit ihr da auch eine coole Konsistenz bekommt. Genau. So, machen wir mal. Wir haben jetzt keine Pralinenförmchen, wir haben jetzt einfach Eiswürfelförmchen genommen. Ich denke, das funktioniert genauso gut. Das zu Hause total süß aussieht. Ich habe zu Hause so Eiswürfelförmchen, die sind so in Herzform. Das ist auch ganz niedlich. Könnt ihr es schön für eure Gäste noch auf den Tisch stellen in Herzform. Oh, das sieht schon echt lecker aus. Riecht auch extrem lecker. Ich mache hier noch den Rest rein. Oh nein, das werden nur noch 4, Olli. Müssen wir uns das teilen? Das ist alles meins. So, dann sind wir auch schon fertig, seht ihr? So schnell kann es gehen. Wir stellen es jetzt in den Kühlschrank. Und ja, ihr habt leckere Joghurt-Gums, die ihr auch gern mal abends einfach vom Fernseher verdrücken könnt. So ist es. Und Olli und ich sind raus. Wir haben für euch gekocht. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Tschüss. So, ihr Lieben, und damit ihr auch noch mitbekommt, wie sie aussehen, haben wir für euch das Schnellverfahren und auch den Trick, Alinas Trick, vorgeführt. Nein, Alina kann es einfach nur nicht abwarten, deswegen. Wir haben sie ins Gefrierschrank gepackt, damit ihr auch seht, wie sie aussehen. Seht ihr das?
kann man ganz toll für Gäste auf den Tisch stellen oder für abends. Und ihr seht, sie sind schon fest und wir haben jetzt wirklich nur eine Dreiviertelstunde gewartet. Wie lange? Knapp eine halbe Stunde. Oh, sogar nur eine halbe Stunde. Also es war echt im Gefrierschrank. Aber die sind schon von der Konsistenz. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass man die Konsistenz mit dem Joghurt steuern kann. Also wenn man natürlich mehr Joghurt nimmt, kann man sich die ein bisschen fester machen. Es gibt aber auch Leute, meine Freundin zum Beispiel, die mag es, wenn die ein bisschen weicher sind. Oh. Da müsst ihr einfach mal experimentieren. Alles sind geil. So. Macht's nach, das ist wirklich köstlich. Es ist wirklich ganz, ganz tolles Low-Carb-Rezept, oder? Ja, definitiv. So. Also wir sind raus, wir sind jetzt erstmal beim Aufessen. Daumen hoch nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Jetzt sind wir raus. Tschüss.